Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen spontanen Vlog. Denn eigentlich wollte ich das Ganze hier gar nicht filmen, denn ich hatte keine Kamera dabei. Aber Peter hat gesagt, ey, kein Problem, film einfach mit meiner Kamera und jetzt teilen wir uns das Ganze. Wir sind auch gerade schon so ein bisschen hier hingecruised in den, wie heißt das hier nochmal? Die Hood. du bist außer eine Hood, Alter. Junge, nein, ich weiß es nicht. Irgendwie ist es Rheinpark? Ja, stimmt. Rheinpark und ja, er hat den Hinweg gefilmt. Peter ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr wissen wollt, wie wir hier überhaupt hingekommen sind, dann ja, checkt den Schlüssel auf jeden Fall mal aus. Wir werden jetzt hier gleich diesen Todeshügel. Also das ist auf jeden Fall mindestens eine Abfahrt von, also die Neigung von irgendwie so, Leute. Also das sieht jetzt gar nicht so krass aus, aber das ist der absolute Wahnsinn, Leute. Also wollen wir los? Oh, du machst jetzt noch einen kleinen... Ich mache ein Video von Facebook und damit die Leute sehen, wie du aufnimmst. Das wird toll. Wie ich aufnehme? Jetzt habe ich zwei Kameras auf mich gerichtet, weißt du? Jetzt ist die Frage, was ist meine Schokoladenseite? Ich glaube, ich habe gar keine Schokoladenseite. So, wollen wir nicht los? Ja, wir wollen los, ich muss das Video noch kurz anschauen. Ja, Leute, ich wollte nicht nochmal sagen. Hallo! Hallo! Okay, okay, Peter. Wir müssen jetzt los. Ich hab schon richtig Bock, hier jetzt runterzufahren. Wie der Kölner Kugelblitz. Ich roll allerdings in die falsche Richtung. Ja, ne? Zack, alles kein Problem. So, Peter, ich fahr schon mal vor, ne? Darf ich das? Okay. Hoffentlich werde ich nicht sterben, Alter. Oh. Ich denke, lass mich heimlich fallen. Nee, ich muss aufpassen, dass ich nicht hinfalle. Das ist so mein größtes, Alter. Guck euch das an. Oh, Alter, das geht ja wirklich ganz schön. Oh, crap. Oh, oh. Weil das Board ist so mega weich eingestellt. Das ist so gar nichts für mich. Wenn das auf einmal so anfängt zu wobbeln. Hui. Oh, Alter, das wobbelt schon. Zack, Alter. Das sind mindestens wieder 90 Stundenkilometer, meine Damen und Herren. Mindestens. Oh, da vorne spielen ein paar Leute Fußball. So. Hui. Oh. Oh, jetzt muss ich natürlich wieder auch ein bisschen pushen. Wieso habe ich eigentlich noch gar keinen Cut gesetzt? Weiß ich gar nicht. Auch Peter wieder ganz easy am Handy. Peter, das ist verboten. Text and drive. Ich kann auch nur mit einem Bein fahren, guck. Und gleich. Ich habe richtig Skill, oder? Auf jeden Fall, so, oder? Zack, zack. Oh. Jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, dass es total entspannt ist, dieses Rollengeräusch zu hören von den Boards. Oh, Alter, das ist windig geworden. Ich weiß nicht, ob man mich noch versteht, Leute. Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich wäre fast gestürzt. Okay, alles kein Problem. Was ist das da vorne? Ist das ein Schwimmbad? Das sind auf jeden Fall so... Das ist tatsächlich ein Schwimmbad, oder? Das kenne ich nicht. So, wir cruisen mal ein bisschen weiter hier. Guck, die ganzen Leute im Park, ey. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es regnet. Das wäre nicht gut. Das wäre richtig, richtig kacke. So, küssen wir mal hier längs. So, ich mach mal einen kleinen Cut. Bis gleich. Ja, Peter, das ist die Margarete 2. Auf dem Fischkutter wurde ich gezeugt. Praktisch auf dem Fischbrötchen. Irgendwie sowas hat Olli Schulz mal gesagt. Olli Schulz ist gut. Ja, dass er auf einem Fischbrötchen, nee, auf einem Mettbrötchen, nee, auf einem Krabbenbrötchen, dass er auf so einem Ding gezeugt wurde. Ich weiß nicht, warum ich das gerade erzählt habe. Wir sitzen jetzt hier und sind gerade praktisch 50% der Strecke gefahren. Da hinten haben wir uns das letzte Mal irgendwie verabschiedet, getroffen. Das war eine verrückte Zeit, ja, da drüben, Leute. Wir sind einfach mal kurz rüber geschwommen. Ja, genau, wir sind geschwommen. Also, das Gute ist, Peter und ich waren tatsächlich letztens schwimmen und wir haben herausgefunden, also wir sind keine guten Schwimmer, oder? Also ich habe zwar mein Seepferdchen gemacht, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, Leute. Was habt ihr denn alles für Abzeichen? Ich weiß, ich habe Seepferdchen und irgendwie Silberabzeichen. Also ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe gar nichts von alledem. Gar nichts? Ich kann nicht mal Seepferdchen. Hast du denn? Ich kann schwimmen, aber ich hatte als Kind höllische Angst vor Wasser. Also nicht mich zu waschen, sondern schwimmen. Ich hatte immer Angst, mega runterzugehen. Okay. Und dann habe ich mich nie getraut, Seepferdchen zu machen. Und wie hast du denn schwimmen gelernt? Ja, ich konnte halt schwimmen, aber zum Seepferdchen machen musstest du in der Grundschule musstest du eine Bahn komplett schwimmen. Im Becken. Echt? Wie bei uns musste man tauchen und alles. Was? Ja. Nee, bei uns, also tauchen und so den Ring holen. Ja, genau. Das habe ich geschafft. Okay. Aber dann einmal nur die eine Bahn, Alter. Okay. Auf der Hälfte hatte ich immer Angst. Hilfe, hol mich raus. Hol mich raus. Nee. So war das. Ich hatte halt mega Angst vor der Tiefe des Wassers. Okay, nee, bei uns war das so, man hatte uns in die Alster geschmissen und, mit 9 Monaten und dann haben sie gesagt, ja, jetzt schwimmen wir. Und dann wollten die direkt die Einwohnerzahl drücken, Alter. Ja, haben sie auch geschafft, Alter. Das Baby links neben mir, das hat es nicht geschafft. Oder jetzt wird es aber ein bisschen... Du warst bisschen, der Boss, Alter, unter dem Baby. Ja, nee, sowas nicht. Aber wie gesagt, Leute, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Wir sitzen jetzt hier auf jeden Fall noch traumhaft am Rhein und werden jetzt gleich weiterfahren, oder, Peter?
Du wolltest noch gerne was essen, ne? Ich hätte Hunger. Aber ich habe auch Hunger, aber ich habe noch ein bisschen was zu Hause. Ich mach mal einfach Rührei. Ich hätte Bock Nudeln auf Eier. Nudeln mit Eier. Das sage ich dir auch schon seit Wochen. Das sagst du tatsächlich immer. Aber das gibt's nicht. Nee. Das ist leider ausverkauft. So Leute, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Wir haben noch eine weite Tour, also gute 20 Kilometer sind es noch. Alter, ja. Oh Mann, Alter. Wir sind umgezogen mit dem Haus. Ja, wir sind jetzt nach Karlsruhe gezogen. Haben wir Leute getroffen, die aus Karlsruhe kommen. Schöne Grüße nochmal an euch.